Wenn der nächste Laden mehrere Kilometer entfernt liegt, kann sich ein kleiner Einkauf im ländlichen Raum schon mal schwierig gestalten. Aber keine der großen Supermarktketten hat Interesse, sich dort anzusiedeln. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als den weiten Weg auf sich zu nehmen. So war es auch im Dorf Mariensee im Neustädter Land, bis drei mutige Frauen selbst die Initiative ergriffen und einen eigenen Dorfladen eröffnet haben. 4 Jahre dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung. Nadja Bolte, Renate Baulein und Iris Lehnert Finke überzeugten Geldgeber wie die EU, die Region Hannover und die Stadt Neustadt. Da das Projekt nach genossenschaftlichen Gesichtspunkten organisiert sein sollte, um das finanzielle Risiko auf viele Schultern zu verteilen, öffneten die Marienseer Einwohnerinnen und Einwohner auch ihr Portemonnaie. 271 Anteilseigner brachten 85.000 Euro ein. Darüber hinaus leistete das ganze Dorf beim Bau des Geschäftshauses auch Eigenarbeit im Wert von 60.000 Euro. Insgesamt wurden 400.000 Euro investiert. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf 130 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es das gleiche Angebot wie in einem normalen Supermarkt. Frisches Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, eine Bedientheke mit Fleischwurst und Backwaren. Bei der Herkunft der frischen Lebensmittel legen die Betreiberinnen großen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Neben einem Hauptlieferanten aus der Lebensmittelbranche werden die frischen Waren direkt vom Hersteller bezogen. Das sind manchmal ganz kleine Erzeuger, der Imker um die Ecke, der Schweinebauer aus ein paar Ortschaften weiter, Kartoffelbauern, aber auch Feinkost und Spezialitäten, zum Beispiel die Ölmühle aus Ottenstein und ja, ganz vielfältig. Und da der Dorfladen selbst auch nachhaltig arbeiten will, wird zum Beispiel Gemüse, das nicht mehr so ganz gut aussieht, zum Mittagstisch verarbeitet. Dem Dorfladen ist ein kleines Café angeschlossen. Sowohl Dorfbewohner als auch das Personal des nahegelegenen Tierzuchtinstitutes verbringen hier ihre Mittagspause. Der Laden ist mittlerweile zum Treffpunkt und Kommunikationszentrum des Dorfes geworden. Hier passiert noch eine ganze Menge mehr, außer dass man sich hier mit Dingen des täglichen Bedarfs versorgen kann. Hier finden ganz viele Leute zusammen. Verabredet, aber auch zufällig, die sich dann auch spontan mal dazu entschließen, noch einen Kaffee zusammen zu trinken oder doch gemeinsam Mittag zu essen. Das ist wirklich sehr schön. Natürlich erwirtschaftet der kleine Laden noch keine Gewinne. Die drei Initiatorinnen, die jetzt auch Geschäftsführerinnen sind, leisten ihre sehr zeitintensive Arbeit nach wie vor ehrenamtlich. Mit weiteren 9 Ehrenamtlichen kümmern sie sich um alles im Laden, vom Einkauf bis zu dem Einräumen der Waren. Aber 6 Teilzeitkräfte im Verkauf müssen entlohnt werden. Kredite müssen getilgt und Versicherungen bezahlt werden. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels, weiß Renate Baulein, die sich um die Finanzen kümmert. Wir schreiben noch rote Zahlen. Wir haben ja Kredit aufgenommen und den müssen wir natürlich abbezahlen. Wir sind jetzt so an der Grenze davon, dass das, was wir an Wareneinkauf haben, auch praktisch durch den Verkauf aufgehoben wird. Aber wir haben ja Nebenkosten und die sind natürlich im Moment noch in den roten Zahlen. Und da arbeiten wir eben dran, dass das hoffentlich dann im nächsten Jahr sich ändern wird. Das Wichtigste aber, der Laden wird angenommen, die Kunden kommen. Also nach dem, was ich beobachte, ist es so, dass wir einen hohen Anteil Stammkundschaft haben. Wir haben erstaunlicherweise, womit wir anfangs nicht wirklich gerechnet haben, einen hohen Anteil von Familien, auch jungen Familien, die hier einkaufen. Und jetzt, da der Laden läuft, könnte man meinen, die Macherinnen lassen es langsamer angehen. Keineswegs, die Damen der Geschäftsführung entwickeln immer neue Ideen. Wir machen kulturelle Events, Lesungen, Märchenerzählungen und wir haben ja auch im Plan noch unseren Dachboden, den wir irgendwann dann auch mal gerne als Gemeindezentrum ausbauen möchten. Das ist im Moment, steht das noch in den Sternen, aber das ist durchaus einer unserer Zukunftspläne.